Ja, sieht gut aus. Genau, da ist der Überladepunkt, das sieht gut aus. So, dann fahren wir doch, dann sind wir in der BGR. Sind in der BGR und fahren ins Fahrsilo 5. Zip. Und dann müssen wir von der BGA wieder zum Feld 3 zur Überlade. Ah, jetzt haben wir es. Hex, Sackschnitzel, nein. Hexe, gut. Nächsten Abfahrer einstellen. Jetzt müsste es passen. Hoffen wir es. I hope so. So, er kommt jetzt ran. Fährt jetzt rüber. Wunderprächtig, das läuft. So, wie viele Fahrer haben wir jetzt am Start? Da sind zwei, hier sind zwei, macht 4, 6, 8, 9. 9. Der 10. kommt jetzt gleich. Aber vorher müssen wir noch den Jungen von der Abladestelle runternehmen, vom Fahrsilo, vom Hofsilo. Weil ich ja gleich mit dem anderen komme, ne? So, zack, den Deckel darauf. Und ich glaube eigentlich, der Rübenernter müsste auch bald fertig sein. Der braucht eigentlich gar nicht mehr so lange. Aber der hier kommt erstmal wieder beiseite. Den brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Eigentlich müsste ich den erstmal am Waschplatz hinstellen, aber... Ja, es soll ja heute regnen, sagt die Wettervorhersage. Also von dem her machen wir mal ganz gechillt und stellen ihn einfach hier ab. So, ich bin mal ziemlich sicher, dass ich vom Feld 5 noch keine Strecke aufgezeichnet habe, die zum Hofsilo führt. Genau, Feld 5 Überlade, Grasablade. Deswegen nehmen wir mal eine neue auf. 24 km/h ist ein bisschen doll. Ich beginne mit der Kursaufzeichnung. Und wir starten mit 20 km/h. Ja, so vom Feld runter. Ganz wichtig, Rundumleuchte. Das ist das Wichtigste überhaupt in diesem Spiel. Also es gibt nichts, was wichtiger ist als die Rundumleuchte. Was steht der Mähdrescher? Ja, ne? Wo ist er denn? Ne, der steht nicht. Das sah nur so aus, als ob er stehen würde. Aber... Wo der steht er? Ne, ne? Ne, der ist kräftig zugange. Der ist am Ackern. Sehr schön. So muss es sein. So, wo ist denn jetzt hier die Ausfahrt, bitteschön? Kommt die vor oder nach dem Strommast? Danach, da vorne ist sie. Oh, den könnte ich da direkt reinfahren, das mache ich aber nicht. Ich würde einmal so fahren. Ich würde einmal quasi eine Schleife drehen um die andere Einfahrt. Ja, einfach nur damit er sauber rauffahren kann und dann halt dort gerade wieder runterfahren kann. Denn quasi direkt hinter dem Silo wieder auf die Straße rauf. Aber wäre ich jetzt quasi von links die Einfahrt reingekommen, dann hätte ich wieder gucken müssen, wo soll ich denn eigentlich. Gut, dann hätte ich andersrum, wäre ich andersrum gefahren. Wäre auch gegangen. Stimmt. Auch alles nicht so schlimm. Naja, egal. Jetzt machen wir es so rum. Auch alles gut. Langsamer. Da hat schon hier der jemand durchdrehende Reifen, das muss ich mir gleich mal angucken. Aber erst wenn wir hier mit der Kursaufzeichnung fertig sind. Weil wenn ich jetzt rauszappe, dann ist die Aufzeichnung für den Arsch. So. Der ist auch schon mal nicht der durchdrehende Reifen hat, das ist schon mal gut. Ich habe ja ein paar mehr von den Hüllimann hier im Einsatz.
Sieht das eigentlich alles aus? Sieht alles gut aus, ne? Aber Kursaufzeichnen ist immer so eine Geschichte, gerade wenn man jetzt längere gerade Strecken hat. Es ist immer ein bisschen langweilig, habe ich so, also selbst für mich auch. Ich bin ja eher so der Typ, der gerne viel hin und her springt und viel macht und tut. Hat so ein bisschen irgendwas braucht, wo seine Aufmerksamkeit gefordert wird. Wie beim Train Simulator zum Beispiel. Mein Gott, wie viele Signale haben wir da schon überfahren? So. Jetzt sind wir gleich. Ich mache das immer, den Endpunkt mache ich immer ein ganzes Stück weiter weg vom Startpunkt, gerade bei diesen Überladegeschichten. Aus dem Grund sind wir bei Feld 5, ne? Feld 5 Überladehof Silo. Weil wenn man jetzt nämlich ein zweites Fahrzeug noch einsetzen würde, was auch abfahren soll, denn falsches Gerät, achso. Denn, worauf wollte ich jetzt hinaus? Also ich bleibe immer ein bisschen weiter weg vom Startpunkt, damit halt auch ein zweites Fahrzeug eingesetzt werden kann. Und das würde dann halt beim Stoppsignal stehen bleiben, wenn vorne jemand am ersten Signal steht. So kriegst du nicht andauernd die Meldung, dass der irgendwie im Verkehr steckt, feststeckt. Das ist halt der große Vorteil davon. Und vor allen Dingen kann er sich dann selber noch ein bisschen justieren und ausrichten, wenn er auf den ersten Punkt fahren möchte. Abfahrer einstellen, sofort abfahren. Ich will ihn aber sofort abfahren lassen, weil er schon so voll ist. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, welcher Hüli man dann wo feststeckt. Ist das der hier? Oh, wie weit sind die? Sind die fertig? Oh, dann müssen wir gleich mal gucken. Der ist es auch nicht. Ah, hier steckt er fest. Okay. Ich höre trotzdem mal. Die sind noch nicht fertig. Also hier stimmt irgendwas nicht. Also irgendwie, irgendwas hier stimmt nicht. Fucking. Kann ich den ja mal fresh ansetzen? Ich glaube, ich werde den mal Rundumleuchten nicht vergessen, ne? Richtig. Ich werde den hier unten nochmal neu ansetzen, dass er nochmal da neu anfängt. Und dann halt drüber stehen. Snow. Genau. Ich finde auch, Curseplay ist für mich mehr oder weniger der Grund, warum ich so viel Spaß am Farming Simulator habe. Definitiv. Sag mal so, wenn ich alles selber machen müsste, glaube ich, hätte mich die Lust am Farming Simulator schon längst verlassen. Also, definitiv. Genau. Einmal den Radlader holen und den anderen. Aber Curseplay ist auch Frust, ne? Wenn man bedenkt, wie häufig ich hier irgendwelche Träger irgendwo rausschubsen muss, weil die sich mal wieder festfahren. Ist der denn voll? Der ist voll, ne? Ja, schade, sonst hätte ich nochmal den Schubser, den ich hier vorne in der Schaufel drin habe, mitgegeben, aber. Guck dir das mal an. Und ich bin jetzt auch einer, der nicht unbedingt jedes Bäumchen wegen den Curseplay-Fahrern abhacken muss. Also. Da kriegst du noch einen. Oh. Jetzt bleibt er mit einem Anhänger dranhängen. Naja, gut, okay, wenn der Anhänger voll ist, dann hebe ich ihn auch nicht mit einem Radlader an, ne? Vielleicht kriege ich ihn doch noch umgeschubst. Naja, scheiße, das wird nichts. Lassen wir ihn einmal.
Jetzt fahre ich mich selber hier dran fest, ey. Ich werde wahnsinnig. So. Ist der Anhänger schon mal raus? Jetzt müssen wir den Trecker nur noch davor kriegen, anständig. Und dann sollten wir es auch gleich haben. Zack. Ja, es war eine ungünstige Stelle, wo er auf die Strecke rauf wollte. Aber es ist, hat man ja häufig so. Leider. So, ich könnte jetzt aber gleich, wenn ich hier schon beim Radlader bin, mal seine Schaufel in den Anhänger schmeißen von dem Abtransportgerät, Fahrzeug, Dings. Insofern das nicht schon voll ist. Ich das auch gleich los. Wunderbar. Nein, ich bin rausgetappt. So, da hat noch jemand den Überladepunkt erreicht. Achso, das ist der Kollege. Und wo ist sein Abfahrer? Ah, kommt gerade. Der Lamborghini hat eine Aufgabe erledigt. Oh, schade. Wir hatten gerade 10 Fahrzeuge im Einsatz, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Gerade 10 Fahrzeuge im Einsatz und da ist der Lamborghini leider schon fertig. Hm. Pech gehabt. Aber lieber ein Fahrzeug, was fertig ist, ne, als Fahrzeuge, die nur rumstehen. Oder irgendwas anderes. Egal. Den brauche ich dann auf jeden Fall auch gleich bei Feld 5 wieder. Weil da werden wir dann auch richtig viel runterholen. Der Lutti ist wieder da. Sauber. Ist jetzt auch auf 2016. Wie geil. Sag mal, man kann doch den Flight Simulator, kann man doch auch irgendwie im Multiplayer spielen. Hast du den Flight Simulator schon? Und wenn, wie kann man da Multiplayer spielen? Obwohl, ja, das, mit dem Thema müssen wir uns nochmal beschäftigen. Das möchte ich jetzt hier gerade nicht so sehr thematisieren. Weil ich zeichne ja auch gerade auf für YouTube und das soll ja ein Farming Simulator Let's Play werden. Und wenn wir jetzt da in diesem Farming Simulator Let's Play quasi über Flight Simulator sprechen, dann ist es ja auch so ein bisschen... Aber egal. Aber darüber müssen wir mal nachdenken, wir beide, inwiefern wir da was machen können. Weil bei Train Simulator gibt es ja keinen Multiplayer. Oder? Also ich wüsste nicht wie. Außer natürlich, wenn ich streame und ihr als Passagiere einsteigt. Oh, du hast auch CSGO gekauft. Ja, dann können wir auch definitiv was mit CSGO zusammen machen. Ich habe auch letztens irgendein anderes Spiel gesehen, was... Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas anderes war da auch noch gewesen. So, der ist dort zugange. Der ist da zugange. Der steht hier einfach nur sinnlos rum. Bin ich gerade ein bisschen arbeitslos? Nee, ne? Ne, ich kann hier was machen. Was ist mit dem Rübenernter? Der ist fertig oder was? Naja, der hängt irgendwie, ne? Glaube ich. Fahrer entlassen, Helfer entlassen. Der hing am Baum. Der Kollege. Na komm, fahre ich mal selber. Kann ich ja auch. Ich habe ja einen Führerschein. Also. Den Farming Simulator In-Game Traktor Führerschein. Damit darf ich alle Landmaschinen innerhalb von Farming Simulator führen. Ich muss aber immer, wenn ich fahre, die Rundumleuchten anmachen. Also das ist ultra wichtig. Das war auch gleich das erste, was wir gelernt haben. Rundumleuchten anmachen. Ansonsten gibt's Ärger. Wenn das der Fahrlehrer von damals sieht, dass wir keine Rundumleuchten anhaben, dann kommt er gleich vorbei und dann zack, ist gleich einer im Nacken sitzen. Ja, genau. Payday habe ich auch gesehen. Payday 2 ist auch für unter 5 Euro, ne? Auch nice.
Wobei ich das halt auch noch nie gespielt habe, aber es, für 5 Euro würde ich es, glaube ich, mal antesten. Vielleicht. Muss ich mal schauen. Ich habe mir ja auch gestern ein bisschen was, ein bisschen Geld investiert in meine Hardware hier quasi. Beziehungsweise mir mal so ein bisschen einen Plan aufgestellt, wie ich mich hardware-technisch modernisieren kann. Und der Plan beginnt jetzt damit, dass ich gestern bestellt habe einen Monitorhalter. Der Monitorhalter soll es mir ermöglichen, dass ich 3 Monitore hier auf meinen Tisch hinstellen kann. Wobei 2 nebeneinander und ein dritter halt oben drauf. Und davon wird es auf jeden Fall auch ein Bild geben, wenn das Setup steht. Und dann halt noch einen dritten Monitor dazu gekauft. Weil ich merke, ich habe definitiv trotz meiner 2 Monitore für Streaming und Aufnehmen und alles zusammen zu wenig Platz hier. Also ich hätte halt alles gerne im Überblick. Ich würde alles gerne gleichzeitig sehen. Und das geht halt gerade nicht. Beziehungsweise ich würde auch gerne die Browserfenster, die ich jetzt hier auf habe, ein bisschen größer haben und. Vielleicht auch nochmal den Chatverlauf mit in den Stream reinnehmen. Reinnehmen. Aber das geht halt momentan auch nicht, weil über den Chat gegebenenfalls noch was anderes drüber liegt und dann würde das reinblenden und. Deswegen ein weiterer Monitor, der dieses Problem beheben soll. So meine Hoffnung. So, der wird jetzt eh die ganze Zeit rumbacken, dass er ein Curseplay-Fahrer drauf hat. Weil Standard ist so. Da ist auch irgendwie das ist irgendein Bug. Also da funktioniert irgendwas nicht. Ja. Ja, und dann nächsten Monat im Januar soll definitiv ein anderes Mainboard und CPU her, dass ich auch noch eine höhere Streaming-Qualität kriegen kann. Und dann geht das nach und nach weiter. Also, ich weiß gar nicht, habe ich dir mal gezeigt, welches Setup ich mir da zusammengestellt habe auf einer Hardware-Seite, auf einer Computer-Seite quasi. Auf jeden Fall werde ich jetzt anfangen, das System nach und nach mir anzuschaffen und dann halt meinen jetzigen PC, den ich habe, die Teile auszutauschen, aber gleichzeitig einen zweiten PC aufzubauen, so dass ich dann halt wenn alles fertig ist, so vielleicht Mitte, Ende nächsten Jahres, dass ich dann halt hier 2 PCs habe zum Streamen. Das wäre der Plan. Und dann habe ich auch irgendwann eine Soundbox, die mich anstrahlt. Vielleicht. So voll High-End hier. Mach voll den Mega-Pro-Stream mit ganzen 4 Viewern. Nur für euch mache ich das. Nur für euch. So. Klappt er sich zusammen? Es war jetzt natürlich unschlau, da so in der Nähe von dem Anhänger zu stehen. Aber egal. Wobei das natürlich auch so gewissermaßen für mich ist, ne? Aber wenn ich einen besseren Rechner habe, kann ich auch Spiele ganz anders spielen. Also so ein bisschen, ganz klein wenig Eigennutzen ist da auch bei. Ganz klein wenig. Nicht viel, aber ganz klein. Ja, ganz wenig. So. Also zukünftig, wenn ich die Curseplay-Fahrrad durchzähle, muss ich minus 1 machen, weil von ihm hier werde ich das CP auf der Karte nicht mehr los. Das ist irgend so ein fucking Bug. Leider. So, was machen wir denn auf dem kleinen Feld jetzt als nächstes? Ich glaube, da werde ich dann mal Kartoffeln anpflanzen, ne? Oh, kleines Feld. Da fällt mir gerade was ein. Ich kann ja unten bei 8. Ne, da habe ich glaube ich bei 7, ne? Habe ich so eine kleine Ecke auch noch. Da könnte ich auch irgendwie was Hübsches reinmachen. Irgendwie so Kartoffeln oder Rüben oder irgend sowas. Oh mein Gott.